So, dass ich immer jeden Part mit so starte. Herzlich willkommen zu Part 11 von Let's Play Granny Smith. Ich bin total durcheinander. Sorry, Gung. Ein Let's Play der anderen Art. Und zwar, ist das ein iPod Let's Play? Wir sind schon in Part 11 und ich erzähle nochmal, dass es ein iPod Let's Play ist. Keine Ahnung warum. Und wir spielen Roboter. Und es gab ja auch einen Film Robots mit Sarah Connor irgendwie. Nee, die hat er nur gesungen. Keine Ahnung, es war ja nicht mit Real-Life-Menschen oder doch. Egal. Auf jeden Fall kann ich mich noch an Sarah Connor erinnern. Das war ja auch so eine Medienmaus. Medienmaus, Alter. Keine Ahnung, warum ich das sag. Auf jeden Fall war das ja so. Und dann diese Traumhochzeit mit Mark Terenzi. Und dann war das schon nach ein paar Jahren wieder aus. Das ist ja typisch bei Promis, ne? Also, es ist immer so ganz großes, oh, tralala, wunderschöne Hochzeit und so. Und dann hält das nur ein paar Monate, Jahre. Und manchmal kriegen die Frauen sogar Kinder und so, Familien bauen die auf und dann gehen die sofort wieder auseinander. Das kann man alles nicht ernst nehmen, das ist nichts Ernstes bei den Promis. Und das ist ja schade so, oder? Also, ich finde es schade eigentlich, dass das nicht ordentlich klappen kann. Denn das sind zwar Promis sozusagen, die in einer anderen Welt als wir leben, aber dass die noch nicht mal fähig sind, ordentliche Beziehungen bzw. Familienleben zu führen, das finde ich eigentlich traurig und schade, um ehrlich zu sein. Echt schwach. Naja, ist so. Die brauchen Aufmerksamkeit und so weiter und die kriegen sie natürlich auch, wenn... Oh, er macht mit der Schluss und der macht mit der Schluss. Oh, wow. Boah, wäre ich da jetzt wieder abgeschmiert, ne? So, perfekt. Einen Apfel habe ich leider schon ausgelassen und jetzt schmier ich ab, oder? Nee, doch nicht. Einfach einen Krückstock halten und dann, ist das schon richtig so. Oh mein Gott. OMG, was zum Teufel, what the fuck? OMFG, Alter, was wollen die? Wo soll ich hin und wie und wo und, was? Ich bin einfach da durchgeflogen, habe einfach mal einen Stock rausgehalten. Mal sehen, ob jemand anbeißt, eine geile Schnecke. Ah, so ein Dreck. Nee, aber das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das ist der Weihnachtsmann. Oh Mann, jetzt habe ich das schon wieder nicht. So, nochmal das Ganze. Jetzt kann ich auch nochmal mich erneut bemühen, den Apfel hier auch am Anfang mal einzusammeln. Irgendwie. Warum schaffe ich das denn nicht? Warum schaffe ich das denn nicht? So, nochmal. Und dann hier über die Kisten. Drehung. Hä? Sorry, Gong, Leute. Sorry, Gong. Ich fetze jetzt einfach mal gegen... Oh, Girl. Oh, Girl. War das gerade jetzt die zu? Hat das gerade gepiept? Ich habe echt Einbildung, sorry. Einfach so dagegen. Nee, bringt ja auch nichts. Mach mal einen dreifachen Salto. Ja gut, lande auf dem Bauch, passiert mal. Aber ich bin vor ihm. Hey. Nee, bin ich doch nicht. Habe ich mir doch nur eingebildet. Ich habe ihn aber nicht vorbeirauschen sehen. Okay, dann sollt ihr bitte jetzt denken, dass ich blind bin. Aber ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Hui. Gerade eben fliege ich zu kurz, denke ich, fliege zu kurz, schaffe ich es und jetzt fliege ich schön weit, bin schön stolz, oh geil, wie weit, und dann schaffe ich es nicht, weil ich zu weit bin. Das ist ja auch lieb, ne? Nur, dass die einem so eine nette Belohnung geben, weil man auch zu weit fliegt, das ist ja Freundlichkeit hoch. Warum atme ich jetzt so hässlich aus? Okay, ich habe irgendwas ein bisschen mit der Nase. Und das Mikro nimmt auch die Geräusche recht klar auf. Sorry, wenn das gerade ein bisschen schnupfig in eurem Mikro klang. Ich weiß, ihr wollt nicht an Schnupf verändert werden. Und ich habe auch gerade keinen Schnupf. Irgendwie ist nur meine Nase. Die kommen, weil ich vielleicht den Popschutz so nah an der Nase habe. Und ich immer diesen Kunststoffgeschmack irgendwie in der Nase habe. Weil ich habe das ja relativ nah und so. Und ich rede ja die ganze Zeit. Also muss ich auch natürlich logischerweise atmen. Und dann atme ich relativ viel diesen Geruch ein.
Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zu süchtig bin, genauso wie man nach Klebestoffgeruch süchtig bin, aber ich bin süchtig. Nein. Also süchtig bin, das ist jetzt nicht so ein mega angenehmer Geschmack, finde ich. So, das interessiert mich jetzt. Ich will das gerne mal schaffen. Den Apfel da am Anfang, wie springt denn der Dieb? Ja, jetzt überhole ich ihn, ohne dass ich da irgendwas gegen tun kann, aber... Achso, der landet da drauf und macht dann gar nichts. Der dreht sich gar nicht weiter. Ich glaube, den springt davon automatisch ab. Das kann natürlich sein. Der ist behindert. Ich glaube, mein Opa ist einfach nur schlicht und ergreifend behindert. So, perfekt, Alter. Alle Münzen eingesammelt. War zwar nicht richtig schnell, weil der Junge, der Dieb, mich immer noch überholt hat. Ja, komm. Fick dich. Oh mein Gott. Das Video wird als 18 eingestuft bei YouTube, weil ich fick dich gesagt habe. Nein, interessiert ihr keinen, zieh dir keinen an. Also von daher, also von der YouTube-Dings. Das Video muss echt bekannter sein, damit das sozusagen gesperrt wird, weil man Schimpfwörter benutzt. Gibt da drei Aspekte. Also, Pornografie wird gesperrt. Gewalt, wenn irgendwie in Gewalt gezeigt wird. Und wenn schlimme Ausdrücke, also eine wenn man sich schlimm, also wörtlich ausdrückt sozusagen. Ja, ja, so ist das. Ja, mit YouTube. Und am schlimmsten wird Pornografie bewertet. Gewalt ist nicht so schlimm. Wenn jemand voll den Kopf weggefetzt wird, dauert das 10-mal länger, bis es gesperrt wird, als wenn halt irgendwas. Ah gut, ich sollte also drehen. Und wo soll ich denn hin? Ach, da rein. Gut, das muss ich auch erstmal wissen. Und da ist auch noch ein Apfel. Ja, den, guck mal, den kann man ja alles nicht sehen. Sorry for lagging, boys and girls. Wenn man weibliche Zuschauer hat. Aber ich glaube, das ist überraschend. Man denkt das, glaube ich, nicht. Aber es gucken viele Mädchen, glaube ich, auf Let's Plays. Glaube ich. Und man hat ja auch in den Analytics sozusagen eine Einstellung, in welchem Alter deine Videos so am meisten geguckt werden. Und da hat mich es auch überrascht, das sind nicht Jugendliche von zwischen, was weiß ich, 16 bis 24, sondern bei mir waren das irgendwie Erwachsene so zwischen 30 und 40 oder irgendwie so. Zum einen kann es natürlich daran liegen, dass viele sich einfach in dem, wenn sie einen YouTube-Account erstellen, ach scheiß drauf und geben irgendein Geburtsdatum an und sind natürlich in diesem Alter. Das ist natürlich auch ein relativ großer Anteil, sag ich einfach mal, der vermute ich. Und ja, aber dass wirklich so viele Erwachsene denn das auch noch gucken. Wundert mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. So, wir kommen zum nächsten Level, Minenmaschinen. Und wir müssen hier ordentlich gegen ankämpfen. So, und es geht mit dem Haken hoch, das zum zweiten Mal erst in diesem Spiel. Sonst gab es immer nur eine Gondel. So, wo soll ich hin? Ich spring einfach mal ab. Perfekt. Mit einem zehnfachen Triple X Salto. Übelst nice, oder? Der Apfel gehört leider nicht mir, das ist aber auch erstmal nicht so wichtig. Ja, ist klar. Hallo. Lass mich fahren. Okay, ich kann nichts sehen. Ich fahre da einfach mal durch. Der Dieb hat für mich die Vorarbeit getan, sozusagen. Lol, man wird ganz nach hinten gefetzt. Alter, wie schwer das ist. War ja klar. War ja so klar. Oh, nochmal von vorne. So, rüber. 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 Alter, wie schnell macht er das denn? Digga, so schnell kann ich doch gar nicht reagieren. Blub, rüber. Ja. Oh Gott, Mann. Yes. So, der macht hier genau einmal schnell, so, doppelt schnell. So, doppelt schnell, genau, er macht aber so doppelt schnell sozusagen. Wehe! Yes! Oh mein Gott, geschafft! Der Typ ist schon längst über alle Berge, aber das ist mir egal. Ich will das Level zumindest einmal schaffen.
Achso, ich muss erstmal da drunter vorbeifahren so, und jetzt springen. Oh mein Gott. So, ja, ist ja gut, die ist ja gut. Ich will das Level jetzt auch schaffen. Sind echt schwer, mal diese Ex-Bonus-Level sozusagen. Die man nicht fahren muss. Also, sind jetzt nicht so ultra schwer, aber es ist eindeutig super schwer, alle drei Äpfel einzusammeln, muss ich sagen. Und ja, jetzt geht's ins nächste Paket sozusagen. In Space, ins Weltall. Und wir kommen zum ersten, zur Weltallstation. Space Station? Weltallstation? Ja, genau. Also mit dem Space Shuttle schön hier fahren. Im Hintergrund sehen wir unsere tolle Erde. Geil sieht das aus, finde ich. Und jetzt wird durchs All gefetzt. Und wir suchen immer noch nach den Äpfeln von Grandma. Von Granny Smith, meine ich. Ey, das müsst ihr euch mal reinziehen, dass wir dem Typen hinterher fahren. Wir sind im All. Und fahren dem Typen hinterher. Natürlich, so ernst muss man das natürlich alles nicht sehen, aber... Ey, wir fahren hier durchs All, um so einem Typen hinterher zu fahren. Der die Äpfel geklaut hat. Da fällt ja auch irgendwie nichts mehr zu ein, oder? Mein Gott, ich stelle mich hier aber auch ein bisschen blöd an. So, jetzt ordentlich. So, richtig rumdrehen gehen. Was? Ja, ist das nicht ein Seil oder bilde ich mir das ein, dass das ein Seil ist, oder? Natürlich ist das ein Seil. Ich bin doch nicht behindert, oder bin ich irgendwie behindert irgendwie? Ja, jetzt hängt er sich fest. Das ist ja lieb. Das ist ja relativ freundlich von dir. So, der Apfel gehört mir. Ach so. Stimmt. Es herrscht der Schwerelosigkeit. Geil. Von vorne. Achso, weil der wäre dann ja weitergefahren. Ich muss da rumschwingen. Ja, gut. Oh, shit. Ja, gut. Ist richtig, aber es ist natürlich nervig. So, jetzt hole ich den mal viel früher ein. So. Irgendwie stoßt er sich bei mir nicht so geil ab, wie der Junge das immer macht. Das ist irgendwie blöd. Der gleiche Fehler. Der exakt gleiche Fehler schon wieder, ey. Ich könnte hier durchdrehen, ey. So. Die kleine Das ist eine Riesenglühbirne, oder? Das ist eine Riesenglühbirne. Und ich fahre den Draht längs. Seht ihr das? Also, ihr seht, was ich meine, oder? Sieht und könnte so echt so eine Riesenglühbirne sein. Naja. Vielleicht handelt das Spiel davon. Vielleicht ist das eine geheime Message, dass ich hier einfach nur durch eine geheime Glühbirne fahre. Ja, das kann doch sein. Mein Gott, was ich hier für ein Bullshit laber. Sorry, Jungs, Alter. So, diesmal mache ich alles relativ richtig. Jo, das sah doch korrektomatico aus. Einhaken. Hey! Warum? Ich hab den Stock rausgehalten und man hat sogar so ein Einhakgeräusch gehört und dann schmiert er trotzdem ab, oder was? Das Spiel buggt, Leute. Bringt ein Update raus, Leute. Das Spiel buggt. Das buggt bis nach Mappen, Alter. Das nervt ja. Guck mal, schon wieder. Ich halte den Stock doch raus. Das ist ja buggy. Das ist eindeutig richtig buggy, das Spiel. Buggy. Da schon wieder. Das ist doch da eindeutig eine Linie, oder nicht? Das ist dieser gelbe da. Das ist doch ein eindeutiger Draht, wo ich mich festhalten kann. Bestätigt ihr mir doch, oder nicht? Ja, jetzt geht das. Guck mal. Der kann sich echt nicht entscheiden. Ich habe den Stock ganz sicher rausgehalten. Ja. Als ob ich irgendwas falsch machen würde. Das ist alles das Spiel, ja? Ich glaube, man muss eine Perfect Landing auf der anderen Seite machen, damit er sich so geil abstoßt. So. Diesmal wieder ganz gut. Und jetzt, wie war das jetzt noch? Mann!
Oder ich bin vielleicht zu schnell. Ah, vielleicht bin ich zu schnell, dass er sich halten kann sozusagen und rutscht wieder ab. Das ist natürlich eine sehr gute Theorie. Ich bin bestimmt zu schnell. Daran liegt das bestimmt. Stanley ist natürlich auch ein bisschen voreilig und so. Das ist zu schnell. Nee, braucht man nicht. Perfect Landing. Das war eine total schlechte Landing. Trotzdem stößt er sich ab. Keine Ahnung, wann er das macht und wann nicht. Ja, ich bin zu schnell dafür. Bin ich relativ sicher. Ich muss mich jetzt richtig geil einhaken können schon mal. Nee. Aber jetzt war ich doch nicht zu langsam. Mann, was ist denn das? Mann. So, ich bin jetzt schon gleich über der Zeit. Ich mache jetzt gleich mal Schluss langsam. Das kotzt doch an, Digga. Das ist doch blödimatico. So, rüber mit dir, Stanley. Runter, da durch. Jetzt hoch. Apfel gehört mir. Jetzt geil abstoßen. Genau, alles richtig. Jetzt am besten direkt in den Raum. Das sieht alles gut aus bisher. Jetzt muss ich mitreden. Vielleicht hilft das irgendwie. Hochspringen. Einhaken. So eine kleine Rolle machen. Jetzt wieder auf dem Boden. Jetzt durch den Raum fahren. Und jetzt... Ah, meine Haarstelle. Leute, hört auf. Ah. Es war ja klar. Ras wieder vorbei, Leute. Sorry. Wir gehen zurück. Ich weiß jetzt nicht, was ich geschafft habe. Ich glaube, ich habe nur die 3 extra Level jetzt geschafft und, naja, Space und nicht gut abgeschnitten. Wird schwerer. Was erwartet man? Sind nicht mehr viele Level, Leute. Das war's mit Part 1.1. 11. Ich bin cool, ich weiß. Ja, bis dann, ne?